Okay, erste Frage. Was ist der längste Fluss Deutschlands? Das ist der Rhein. Ja, richtig. Sehr schön. Was ist die größte Stadt Deutschlands? Von der Einwohnerzahl? Von der Einwohnerzahl? Ja, die größte Stadt Deutschlands. Achso, Berlin. Richtig. Sehr schön. Wie heißt unser Bundespräsident? Gauck. Richtig, siehst du, machst du doch gut. Wie nennt man das hölzerne Flugobjekt, das beim Werfen wieder zurückkommt? Frisbee. Boomerang. Richtig, Boomerang. Wie nennt man die Puppen, die an Schnüren bewegt werden? Das ist ein Augsburger Puppenspiel oder so? Nee, also nicht, ich weiß es. Marionetten. Oh Gott. Marionetten. Richtig, Marionetten. Was ist Elfenbein? Das ist eine Art Schmuck vom Tier, sag ich. Also es ist vom Tier. So ein Stoff, was oft als Schmuck verwendet wird, aber was es genau ist, weiß ich nicht. Von welchem Tier? Von Elefant. Ja, das hatte ich gewusst, Elefant. Richtig, Elefant. Wo ist Jesus geboren? Nazareth oder so? Jerusalem? Nein, Bethlehem. Man kann ja nicht alles wissen, ne? Mit welchem Wunsch begrüßen sich die Bergleute? Weiß ich nicht. Achso, nee. Weiß ich nicht. Glück auf! Kannst du nicht. Nee, kein Problem. Das ist der Spruch bei Schalke. Oh! 04, aber okay. Was sind Pumps? Definition? Das sind Schuhe. Da ist nur Schuhe, oder? Und die Frauen tragen und die interessant aussehen. Das Merkmal. Was macht die Schuhe aus? Das weiß ich nicht. Der Absatz. Wie heißt die Maßeinheit für Lärm? Ein Dezibel. Richtig, sehr schön. Was misst man in Dioptrien? Die Sehstärke. Richtig. Gut, letzte Frage. Was für Haare hat ein schwarzer Hengst? Schwarze? Oder? Richtig!